Gäste, verehrte Bürgerinnen und Bürger sowie Vertreter der Medien. Ich eröffne die zweite Sitzung des Kreistages und begrüße Sie alle recht herzlich. Wenn ich die Medien begrüßt habe, möchte ich Ihnen gleich zu Beginn der Sitzung mitteilen, dass wir heute eine Ton- und Bildübertragung der Zeit zur Lupe im Haus haben. Das neue Kommunalverfassungsgesetz lässt dies in § 52 Absatz 5 zu. Komme zum Tagesordnungspunkt 5. Da geht es um die Einwohnerfragestunde. Begrüße dazu auch noch einmal die anwesenden Einwohnerinnen und Einwohner des Burgenlandkreises, meine Damen und Herren. Die Einwohnerfragestunde soll gemäß § 13 der Hauptsatzung des Burgenlandkreises durchgeführt werden. Sie soll auf 30 Minuten begrenzt sein. Ich darf Sie bitten, Name und Wohnsitz zu nennen und Fragen nur zu stellen in Angelegenheiten des Landkreises. Sie haben in der Regel eine Frage pro Sitzung, maximal eine Zusatzfrage. Ich darf Sie bitten, die Frage kurz sachlich zu begründen und dazu möglichst eine Redezeit von 3 Minuten nicht zu überschreiten. Wenn wir Ihnen nicht sofort antworten können, dann kann Ihnen entsprechend auch schriftlich geantwortet werden. Durch die sich stetig verbessernden Beförderungsmöglichkeiten, insbesondere im Bereich Quantität als auch Schnelligkeit, ist heute nicht mehr vollständig auszuschließen, dass es ein mit Ebola infizierter Asylant bis in den Burgenlandkreis schafft und hier eine epidemische Katastrophe auslöst. Manche kennen mich, ich engagiere mich in sozialen Angelegenheiten, im Speziellen jetzt was das SGB II betrifft. Und da geht es mir im Moment um die Maßnahmen, die als Arbeitsförderung gezählt werden, die, wie wir alle wissen, gemeinnützig und gleichzeitig zusätzlich sein sollen, müssen, zusätzlich und gemeinnützig sein muss. Das Gleiche gilt, wenn ich dann neben der Gesprächsrunde sitze und dann eine Frau erzählt, die macht eine Maßnahme bei der CIAC, ist in Deutschland eingesetzt und muss da irgendwelche Toiletten putzen, also da schwillt mir der Kamm. Aufgaben vorliegen, die geklärt werden müssen. Wir möchten endlich unser Friedensangebot von Ihnen erhalten und endlich Privatleben führen wir Bundesbürger und nicht wie jemand, der hier aussätzig ist oder noch nach alten Verordnungen von 52. Bitte kommen Sie jetzt zum Schluss. Ich bitte auch um das Friedensangebot, bitte ich auch. Ich habe Sie jetzt lange dazu reden lassen, länger als die Redezeit es vorsieht. Und die rechtliche Ausarbeitung, da habe ich Ihnen schon mehrfach vorgetragen. Ich habe das heute nochmal gemacht, weil das jetzt auch ein neuer Kreistag ist. Wir haben das ausgiebig in den letzten Jahren hier verhandelt. Ich bitte Sie wirklich, nicht immer zu dem gleichen Thema jetzt das gleiche nochmal vorzutragen. Den Kreistagsmitgliedern lief das vor. Ich rufe damit auf den Tagesordnungspunkt 7. Da geht es um den Bericht des Landrates über wichtige Kreisangelegenheiten und Eilentscheidungen. Herr Landrat Ulrich, Sie haben das Wort. Liebe Einwohner und liebe Kolleginnen und Kollegen aus der Kreisverwaltung, wenn man so am Anfang einer Wahlperiode steht, da überlegt man sich natürlich, wie will man sowas handhaben. Und ich denke, der Bericht des Landrates an den Kreistag, das ist eine wichtige Sache, das kann man nicht einfach weglassen. Ich möchte das so handhaben, ich glaube, das liegt Ihnen sogar schon vorschriftlicher. Sollte eigentlich erst nach meinem Bericht ausgereicht werden, damit Sie auch sich auf meinen Reden konzentrieren. Das nächste Mal wird es dann hinterher ausgereicht, aber es wird auf jeden Fall so sein, dass Sie zu jeder Kreistagssitzung das, was ich hier mündlich vortrage, auch schriftlich ausgereicht bekommen. Da ersparen Sie sich das, wenn Sie wollten, mitschreiben. Und Sie haben also auch die Gelegenheit, das dann nochmal in Ruhe, das, was Sie interessiert, nachlesen zu können. Die Benennung des Tagesordnungspunktes beinhaltet ja auch die Möglichkeit oder die Pflicht, dass ich über Eilentscheidungen informiere. Was den Kreistag angeht, gibt es da nichts zu informieren, weil da noch keine Eilentscheidungen getroffen wurden. Es gibt allerdings einige Eilentscheidungen, die in der Zuständigkeit des Vergabeausschusses gelegen hätten und darüber werde ich dann in der ersten Sitzung des Vergabeausschusses berichten.
Ansonsten möchte ich erstmal allen ganz herzlich danken, die mich in den zurückliegenden 8 Wochen wohlwollend aufgenommen haben. Sowohl die Kolleginnen und Kollegen im politischen Raum, die mich ja noch ein wenig zum Glück verschont haben und mir damit auch die Möglichkeit gegeben haben, mir das eine oder andere erstmal anzuschauen und mich einzuarbeiten. Genauso gilt mein Dank auch den Kolleginnen und Kollegen im Landratsamt selbst und in den kreislichen Einrichtungen. Auch da habe ich viel Unterstützung erfahren und ohne die Hilfe hätte ich sicherlich die ersten Wochen nicht so überstanden. Ich hatte zwar gewisse Vorstellungen davon, wie das Amt des Landrates abläuft, aber es gab doch einige Überraschungen, vor allen Dingen was die Dichte der Einladung angeht. Und wenn es mich dreimal gäbe, wäre es überhaupt kein Problem, also dreimal den Terminkalender zu füllen. Und deshalb möchte ich jetzt auch schon deutlich sagen, dass es mir sehr leid tut, dass ich viele Einladungen nicht wahrnehmen kann, weil es einfach rein biologisch nicht geht, an mehreren Stellen gleichzeitig zu sein. Und weil ich natürlich auch noch 3 Kinder habe und mir zumindest vorbehalte, den ein oder anderen Sonntag mir freizuhalten. Ich hoffe, dass das auch auf Verständnis stößt, dass nicht jede Veranstaltung ich wahrnehme. Dieter Engelhardt, mein Beigeordneter, ist auch hier und er wird auch nach besten Kräften diese Termine versuchen wahrzunehmen. Und ansonsten bin ich nach wie vor und ich glaube auch noch bis zum Jahresende dabei, mich in kreisliche Angelegenheiten einzuarbeiten. Ich wollte bewusst auch ein Zeichen setzen, indem ich zunächst erstmal die Außenstellen besucht habe, die Außenstellen der Kreisverwaltung in Zeitz. In Weißenfels habe ich begonnen, dann in Zeitz, auch hier in Naumburg in der Neidschützer Straße, die Außenstelle der Volkshochschule in Zeitz und auch nahezu 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bei dem Fleischwerk in Weißenfels tätig sind an verschiedenen Stellen dieses Schlachtungsprozesses. Ich war am Hauptsitz der Sparkasse in Zeitz. Ich habe mir das Asylbewerberheim in Zeitz angeschaut. Ich war im Jobcenter in Zeitz, habe mir von den kreislichen Gesellschaften angeschaut, die Infra in Zeitz, die GESA und die KÖSA, hier in der Seminarstraße in Naumburg. Aber was ich noch nicht geschafft habe, da schäme ich mich schon fast dafür, ist, dass ich hier am Hauptsitz in Naumburg mal einen Rundgang durch die Büros gemacht habe. Ich weiß nicht, ob die Mitarbeiter erleichtert sind oder enttäuscht. Ich werde das versuchen, irgendwie in meinen Kalender noch reinzubekommen, weil ich hier im Hause gar nicht so richtig einordnen kann, wer ist hier bei uns beschäftigt und wer kommt zu Besuch. Zu den Antrittsbesuchen gehörte dann auch, dass ich mich versucht habe, bei den Landkreisen und den Körperschaften im Umfeld des Burgenlandkreises vorzustellen. Und da galt mein erster Antrittsbesuch der Kollegin im Altenburger Land, der Frau Solka, eine sehr nette Kollegin. Ich werde dann auch nochmal darauf zu sprechen kommen, im Zusammenhang mit der mitteldeutschen Metropolregion, denn hier haben wir Absprachen getroffen mit dem Landkreis Altenburger Land und auch mit unserem Nachbarkreis, dem Saalekreis natürlich. Und ich habe auch meinen Kollegen aus dem Saale-Holzlandkreis bereits getroffen, dem Kollegen Heller, der mit mir zusammen Mitglied, er für Thüringen und ich für Sachsen-Anhalt im Kulturausschuss des Deutschen Landkreistages ist. In dieses Gremium bin ich gewählt worden vom Präsidium des Landkreistages. Nicht, weil ich nicht wüsste, wie ich meine Zeit sonst noch verbringen könnte. Also es gibt schon unendlich viele Gremien, in denen ich Kraftamtesmitglied bin, sondern weil ich denke, dass dieses Gremium, Kulturausschuss des Deutschen Landkreistages, mit den Zuständigkeiten für das Thema Bildung und Jugendhilfe und natürlich Kultur, aber vor allen Dingen für das Thema Bildung, für uns überaus produktiv sein wird. Und ich versuche da auch von denen zu lernen, die in dem Bereich schon sehr viel gemacht haben, und das eine oder andere dann auch für uns mitzubringen. Und dazu gehört unter anderem, dass ich in der nächsten Sitzung des Bildungsausschusses, Herr Kabisch als Vorsitzender, mit ihm habe ich darüber auch schon gesprochen, meine Vorstellungen zu einem kommunalen Bildungsmanagement darlegen möchte. Ich will jetzt hier gar nicht mehr dazu sagen. Wir haben da auch jedenfalls beim Landkreistag viele Unterstützer. Und zwischenzeitlich haben sich die 3 mitteldeutschen Bundesländer in einer sogenannten Transferagentur zusammengetan, die ihren Sitz in Halle hat
und die auch für uns zuständig ist und die die Ideen und die Projekte, die andere Landkreise im Bereich der Bildung und der Vernetzung von Bildungsinstitutionen auf Ebene der Landkreise schon durchgeführt haben, zusammenträgt und sozusagen für die mitteldeutschen Bundesländer aufbereitet. Das betrifft alle Bereiche der Bildung, die gesamte Bildungskette sozusagen von der Geburt bis auch zur Seniorenbildung und auch die Übergänge von einer Bildungsinstitution in die andere. Und mir ist klar geworden jetzt in den ersten 8 Wochen, dass auch das Amt, das wir ja haben, das Amt für Bildung in unserer Kreisverwaltung, um diese Herausforderung, die andere Landkreise teilweise schon seit einem Jahrzehnt annehmen, dass dieses Amt für Bildung dazu personell und inhaltlich auch neu aufgestellt werden muss. Auch dazu möchte ich in der ersten Sitzung des Bildungsausschusses meine Vorstellungen darlegen. Das sozusagen vorangestellt, weil Bildung mein wichtigstes Thema dieser Wahlperiode sein wird. Und ich komme jetzt zu einigen Informationen, die dann eben auch im schriftlichen Bericht enthalten sind. Das, was ich jetzt gesagt habe, steht dort nicht drin. Und ich beginne mal mit dem Bereich des Schulverwaltungs- und Bauamtes. Und da werden Sie in dem Bericht eine ganze Reihe von Baumaßnahmen an den Schulen nachlesen können, weil ja der Schulbeginn jetzt war und knapp 15.000 Schülerinnen und Schüler an unseren staatlichen, allgemeinbildenden Schulen das Schuljahr im Burgenlandkreis begonnen haben. Dann kommen ja die Schüler aus den freien Schulen noch dazu. Und deshalb ist ja auch wichtig, dass weitgehend die Baumaßnahmen mit Beginn des Schuljahres auch abgeschlossen wurden. Und das betrifft zunächst mal die Neustadtschule in Weißenfels, die Erneuerung des Physikkabinettes dort im Wert von 80.000 Euro. Das betrifft das Burgenland-Gymnasium, wo Baukosten von 50.000 Euro verauslagt wurden für die Trockenlegung der Räume im Kellergeschoss und 153.000 Euro für die Erneuerung der Heizungsanlage. Das geht 2014 aus dem Kreishaushalt, also ohne Fördermittel. Im nächsten Jahr, wir werden das gleich noch sehen, sieht das sicherlich komplizierter aus. Aus dem Bereich des Stark-3-Programms gibt es auch neue Zwischenstände. Das betrifft die Sekundarschule in Hohenmölzen. Hier belaufen sich die Gesamtkosten für die Sanierung der Schule, der Sporthalle und des Verbinders auf derzeit rund 6,9 Millionen Euro. Und der Burgenlandkreis erhält für die Sanierung dazu Fördermittel in Höhe von 4.180.000 Euro. Für den ersten Bauabschnitt, das ist das Schulgebäude mit Neubau, sind die letzten Vergaben jetzt erfolgt. Und bis Ende September sollen die Fertigstellung der Fassadensanierung und der Außenanlagen erfolgen. Der Innenausbau soll dann bis zum 10.10. abgeschlossen sein. Der zweite Bauabschnitt schließt die Sanierung der Turnhalle und Verbinder ein. Und der Abschluss steht, die Fertigstellung von Turnhalle und Verbinder ist bis zum 30.11. vorgesehen. Über die Baumaßnahmen im Bereich Hochwasser möchte ich jetzt hier nicht mündlich referieren, sondern da bitte ich Sie, das nachzulesen. Wichtiger, glaube ich, oder genauso wichtig, und dazu möchte ich noch mal etwas sagen, ist das Thema der Schulentwicklungsplanung und der Folgen des Umstandes, dass wir als einziger Landkreis in Sachsen-Anhalt keine Schulentwicklungsplanung haben. In dem Bericht ist nochmal ausführlich vor allen Dingen für die neuen Kreisräte die Vorgeschichte dazu dargestellt, welche Beschlüsse hier im Kreistag nicht gefasst wurden, welche Widersprüche mein Amtsvorgänger dazu eingelegt hat und dass es letztlich nicht zu einer Beschlussfassung kam, weder durch diesen Kreistag noch durch die Kommunalaufsichtsbehörde, die sich für nicht zuständig erklärt hat. Also wir haben hier es mit einer etwas merkwürdigen Rechtslage zu tun, dass nämlich die Kommunalaufsichtsbehörde, das Landesverwaltungsamt, in Schulangelegenheiten gar nicht die Kommunalaufsichtsbehörde ist, sondern der Kultusbereich, das Kultusministerium. Das liegt an einer Regelung im Schulgesetz. Aufgrund dieses Umstandes habe ich dann
einen meiner Antrittsbesuche am 25.07. auch beim Landesschulamt durchgeführt, bei dem dortigen Direktor. Und wir haben gemeinsam darüber beraten, was das nun bedeutet. Aufgrund der Tatsache, dass es sich bei dem Beschluss zur Schulentwicklungsplanung sowohl um einen Feststellungsbeschluss zum Schulnetz des Burgenlandkreises als auch um einen Beschluss handelt, soweit wir selbst Schulträger sind, welche Schulen wir erhalten wollen oder schließen, hat die Ablehnung der Beschlussfassung durch den Kreistag Konsequenzen für den Burgenlandkreis nicht nur als Planungsträger, sondern eben auch als Schulträger. Dies betrifft insbesondere den Fortbestand der Förderschulen für Lernbehinderte im Burgenlandkreis. Der Burgenlandkreis konnte die Förderschule für Lernbehinderte in Nebra im Schuljahr 2013/14 mit Schülern unter der Mindestschülerzahl nur aufgrund einer Ausnahmegenehmigung durch das Landesschulamt vom 30.07.2013 fortführen. Das Landesschulamt hat in dieser Ausnahmegenehmigung gleichzeitig darauf hingewiesen, dass die Förderschulen für Lernbehinderte im Burgenlandkreis ab dem Schuljahr 2014/15 nach den Vorgaben dieser Schulentwicklungsplanungsverordnung zu planen sind. Das heißt, wir müssen die Mindestschülerzahl von 90 auch wirklich einhalten. Der Saalekreis, der unser Nachbarkreis ist und eine Schulentwicklungsplanung hat, hat in seiner Schulentwicklungsplanung festgelegt, dass die Kinder aus dem Schuleinzugsbereich der Lernbehinderten der Förderschule Nebra, die Lernbehinderten aus der Förderschule Nebra, nun im eigenen Kreis beschult werden und dass deshalb uns infolgedessen die Schülerzahl in Nebra auf sage und schreibe nur noch 17 Schüler eingebrochen ist. Das ist eine Zahl, ich hatte ja 90 als Mindestschülerzahl genannt, die offensichtlich macht, dass es nicht möglich sein kann, diese Schule fortzuführen. Trotzdem haben wir aber einen Ausnahmeantrag gestellt, auch weil ich denke, dass die Wege, die denjenigen im westlichen Burgenlandkreis jetzt bis nach Naumburg zur Lernbehindertenschule zugemutet werden, sehr, sehr groß sind. Trotzdem ist dieser Antrag abgelehnt worden und die Schüler werden jetzt in Naumburg unterrichtet. Insgesamt ist es so, das betrifft also alle Förderschulen, dass der Anteil der Kinder, die nun an den Regelschulen, also im gemeinsamen Unterricht einer Regelschule unterrichtet werden, steigt. Das ist ja auch Ausdruck unserer Landespolitik und das führt nun wiederum auch dazu, dass insgesamt an den Förderschulen wir Probleme haben, die Mindestschülerzahl von 90 zu erreichen. Auch in der Förderschule in Naumburg ist trotz der Zuweisung oder Zuordnung des ehemaligen Schulbezirkes der Schule in Nebra die Mindestschülerzahl von 90 unterschritten. Wir haben da noch 82 Schüler zurzeit und ähnlich sieht die Situation aus in Hohenmölzen, wo noch 79 Schüler unterrichtet werden. Das Landesschulamt hat uns also bereits aufgegeben mit Schreiben vom 17.07., dass wir bis Ende dieses Jahres zu verdeutlichen haben, ob und mit welchen Maßnahmen eine verordnungskonforme Darstellung für alle Schulen nach der Schulentwicklungsplanungsverordnung erreicht werden soll. Also mit anderen Worten, wir müssen jetzt klären, können die Schulbezirke gehalten werden? Wäre ja nur denkbar durch die Änderung von Schuleinzugsbereichen. Das prüfen wir zurzeit. Und ich werde Ihnen dann im Schulausschuss, im Kultur- und Bildungsausschuss darüber auch weitere Informationen geben. Weitere Grundschulen sind mit Ende des Schuljahres geschlossen worden. Das betrifft einmal die Grundschule in Wolmirstedt in Schulträgerschaft der Verbandsgemeinde an der Finne. Und das betrifft zum anderen auf Beschluss des Schulträgers auch die Grundschule in Wetterzeube zum 31.07.2014. Auswirkungen hat die Nichtbeschlussfassung unseres Schulentwicklungsplanes dann auch für die Problematik der Fördermittel stark 3. Das ist mir deutlich gemacht worden im Landesschulamt, also ohne Schulentwicklungsplan gibt es keine Fördermittel nach stark 3. Das kennen wir ja schon, dass die Anbindung an die Schulentwicklungsplanung erfolgt, was uns natürlich erst recht hier unter Druck setzt.
um nicht nur Negatives zu berichten, es gibt auch Erfreuliches zu berichten, nämlich, dass es uns gelungen ist, ab dem Schuljahr 2014-15 das Profil unserer berufsbildenden Schulen um die Berufsfachschulen Altenpflege, Altenpflegehilfe und die Fachschule Sozialwesen in der Fachrichtung Sozialpädagogik zu ergänzen. Das ist also mit Bescheid des Landesschulamtes vom 20.05. genehmigt worden. Wir haben schon zwei Klassen an der berufsbildenden Schule dazu errichtet, nämlich eine für Altenpflegehilfe mit zurzeit 17 Schülern und eine Klasse mit 26 Schülern im Bereich Sozialpädagogik. Die Altenpflege selber bedarf noch einer gewissen Vorbereitung. Im Rahmen, jetzt wechsle ich das Thema von der Bildung zum Bauen nochmal, im Rahmen von Straßenbrücken und Tiefbaumaßnahmen gab es mit dem Fördermittelbescheid des Landesverwaltungsamtes nach dem Entflechtungsgesetz, man kann jetzt sagen letztmalig, Fördermittel für den Burgenlandkreis in Höhe von 3.687.000 Euro für insgesamt 10 Maßnahmen. Das sind also nicht nur Maßnahmen in eigener Verantwortung des Landkreises, sondern auch 5 in Gemeinschaftsbaumaßnahmen mit den Gemeinden und Städten oder mit Abwasserzweckverbänden. Einige davon sind fertiggestellt. Das betrifft die K2253 in der Ortslage Talwinkel, die K2196 in Reichertswerben, der 7. Bauabschnitt, die K2601 in Langendorf zur Landesgrenze nach Thüringen und ein Brückenbauwerk, der K2612 über die Schnauder zwischen Wittgendorf und Tragsdorf. Weitere 5 Straßenbaumaßnahmen mit einem gesamten Volumen von 1,96 Millionen Euro befinden sich zurzeit in der Durchführung. Über die Maßnahmen, die sich aus den Hochwasserschäden entwickelt haben oder die noch anstehen, gibt der Bericht ausreichend Auskunft. Ich möchte Sie noch auf einen Umstand hinweisen, der künftig mit den Mitteln des Entflechtungsgesetzes verbunden ist. Es wird nämlich so sein, dass es jetzt 2014 vor aller Voraussicht nach das letzte Mal war, dass wir Mittel beim Landesverwaltungsamt beantragt haben. Ab 2015 wird der Burgenlandkreis diejenige Stelle sein, die als Fördermittelstelle wirkt. Das heißt, wir sind Bewilligungsbehörde für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden. Das Geld wird also dem Landkreis zur Verfügung gestellt und wir entscheiden dann, für welche Maßnahmen das eingesetzt wird. Das ist erstmal grundsätzlich positiv im Sinne kommunaler Selbstverwaltung. Zwei Dinge stören mich daran allerdings. Erstens, es ist mit einem erheblichen Verwaltungsaufwand verbunden, von dem ich jetzt noch nicht erkennen kann, dass hier das Konnexitätsprinzip eingehalten wird, dass also gleichzeitig für die Lösung dieser Landesaufgabe wir auch Geld bekommen, um das verwaltungsmäßig abzuwickeln, denn ohne zusätzliches Personal geht das nicht. Das ist ja auch der Grund, weshalb das Landesverwaltungsamt es nicht mehr macht. Und zum Zweiten, die Beträge, die künftig zu verteilen sind, die sinken deutlich. 2015 und 2016 haben wir Summen von 2.493.000 Euro zur Verfügung und für die Jahre 17 und 19 bis 19 jeweils 1.983.000 Euro. Im Bereich des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz und Rettungswesen habe ich dem Bericht beigefügt eine ausführliche Darlegung zur Situation des Ausschreibungsverfahrens. Ich habe das auch deshalb getan, weil in der letzten Kreistagssitzung, wenn Sie sich erinnern, Herr Erben hierzu eine Anfrage gestellt hatte. Die habe ich Herrn Erben schriftlich beantwortet, ausführlich. Aber ich denke, in dieser Kurzfassung, wie Sie sie hier im Bericht sehen, steht alles Wichtige drin. Die Frage lautete ja, ob wir uns für Submissions- oder das Konzessionsmodell entscheiden. Die Antwort lautet, das Submissionsmodell wird es künftig nicht mehr geben, sondern wir haben zu entscheiden zwischen dem Modell
die Leistungen selber zu erbringen, das heißt den Rettungsdienst durch den Landkreis selbst mit eigenen Bediensteten zu erfüllen oder ein sogenanntes Konzessionsmodell zu wählen, also einem anderen Leistungserbringer eine Konzession zu geben. Diese Entscheidung, weil sie sehr grundlegend ist und ja auch das Personal des Kreises betrifft, die muss aus meiner Sicht erst noch im Kreistag getroffen werden. Ich werde dem Kreistag dazu eine Vorlage machen, einen Vorschlag erarbeiten. Ich mache kein Geheimnis draus, dass ich dem Kreistag vorschlagen möchte, das Konzessionsmodell zu wählen, also das in Trägerschaft von Rettungsorganisationen zu belassen. Aber es ist unsere gemeinsame Entscheidung, die wir noch zu treffen haben. Und der Innenausschuss wird diese Entscheidung sicherlich vorberaten. Und wir werden in dieser Vorberatung die Vor- und die Nachteile beider Modelle erläutern. Aus dem Bereich des Ordnungsamtes ist zu berichten über die Entwicklung der Verpflichtung des Burgenlandkreises, neben Spätaussiedlern und Bürgerkriegsflüchtlingen auch Asylbewerber aufzunehmen, diese unterzubringen und sie bedarfsgerecht auch mit Leistungen zu versorgen. Wir sind mit einer bestimmten Quote von 9,1% der auf Sachsen-Anhalt entfallenden Asylbewerber beteiligt. Diese Quote bleibt konstant, aber die absolute Zahl der Personen steigt. Wir haben im letzten Jahr 284 Personen aufgenommen und haben bis jetzt, also zum 31.08. zumindest, bereits 288 Asylbewerberinnen und Asylbewerber aufnehmen müssen. Und das wird also klar sein, dass die Zahl zum Jahresende wesentlich höher sein wird als 2013 und dass wir auch aufgrund der Situation auf der Welt nicht damit rechnen, dass die Zahl der Asylbewerber rückläufig sein wird. Hinzu kommen ja die Bürgerkriegsflüchtlinge, die hier in diesen Zahlen nicht enthalten sind. Und deshalb sind wir händeringend auch auf der Suche nach angemessenen Unterbringungsmöglichkeiten. Ich kann nur alle bitten, egal ob Sie jetzt als Bürgermeister oder Stadt- und Gemeinderäte, Verbandsgemeinderäte oder auch als Bürger sich um dieses Thema Gedanken machen, bevor Sie dazu etwas sagen, doch erstmal darüber nachzudenken, in welcher komfortablen Situation wir hier in Deutschland sind und in welcher dramatischen Situation andere Menschen auf der Welt. Und ich kann nur jeden bitten, uns, also das Landratsamt, bei dieser Aufgabe auch zu unterstützen. Ein thematischer Wechsel, das Finanzausgleichsgesetz. Das ist ja die Grundlage für unseren Haushaltsplan 2015. Wenn man sich anschaut, wie die Finanzen sich entwickeln, da wird ja jeden Tag eine neue Sau durchs Dorf getrieben, aber im Moment ist es so, dass wir mit einer Kürzung der Finanzausgleichsmasse um 91 Millionen Euro rechnen müssen. Und dazu möchte ich noch mal was sagen. Ich habe das auch schon getan, als kürzlich der Städte- und Gemeindebund beraten hat, nämlich der Umstand, dass wir auf ein neues System des Finanzausgleiches gewechselt sind, auf ein System, das Aufgaben oder von mir aus auch Ausgaben bezogen ist, das also nicht mehr in Abhängigkeit davon steht, wie viel Geld hat das Land und eine bestimmte Quote davon bekommen die Städte und Gemeinden und die Kreise. Der Umstand, dass wir dieses System wollten, dazu stehe ich auch. Allerdings gehört eben zu diesem System auch tatsächlich, dass wir die Aufgaben, die die Städte und Gemeinden und die Landkreise haben, so akzeptieren, wie sie sind und nicht immer wieder systemwidrige Elemente versuchen, in das Finanzausgleichsmodell einzubauen, die dann zu einer Reduzierung der Finanzausgleichsmasse führen. Und ein solches Beispiel will ich Ihnen mal nennen. Es ist nämlich vorgesehen und auch ein Grund dafür, dass es zu dieser Reduzierung kommt, dass sogenannte Benchmarks in die Berechnung der Finanzausgleichsmasse eingebaut werden. Das heißt, ich nehme jetzt mal das Beispiel der Landkreise, dass zwischen den Landkreisen geprüft wird, welcher Landkreis gibt für welche Aufgabe wie viel aus, und dann wird ein Durchschnitt gebildet und dieser Durchschnitt
Dieser Durchschnitt wird dann zugrunde gelegt und die, die über 100% dann liegen, also die über diesem Durchschnitt liegen, dann wird das gekappt und gestrichen. Und da frage ich mich natürlich, was das dann noch mit aufgabenbezogener Finanzausstattung zu tun hat, weil diese Zahlen, die in diese Durchschnittsberechnung einfließen, sind ja das Ergebnis einer unterschiedlichen Form der Aufgabenerfüllung. Nehmen wir jetzt mal nur das Beispiel von Aufgaben nach, sagen wir, von sozialen Leistungen im Jugendhilfebereich. Dass eine Kommune, ein Landkreis hier hohe Ausgaben hat, hat ja Ursachen, nämlich Ursachen im sozialen Bereich. Und es ist überhaupt nicht einzusehen und auch rechtswidrig meines Erachtens nach, dass diese Ausgaben dann auf ein bestimmtes Niveau eingekürzt werden. Ähnlich sehe ich es aber auch im Bereich freiwilliger Aufgaben. Wenn ein Landkreis sich zum Beispiel ein Theater hält und der deshalb weit über dem Durchschnitt aller Ausgaben für den Kulturbereich der Landkreise liegen, führt das natürlich auch zur Kürzung der Finanzausgleichsmasse. Das heißt, es bestimmt letztlich das Land dann immer mehr, wofür wir Geld ausgeben. Und es ist ein System, das immer wieder zu einer Kürzung führt, weil es wird ja immer wieder jedes Jahr der Durchschnitt gebildet. Und wenn die Zahlen sinken, dann ist der Durchschnitt aber immer wieder niedriger als den der Höchste hat. Also diese Benchmarking-Modelle haben dort drin nichts zu suchen. Auch das Benchmarking, das das Ziel hat, Steuerkraftmesszahlen unter den Bundesländern zu vergleichen, ist einfach systemwidrig und deshalb absurd. Und deshalb muss das aus dem Finanzausgleichsgesetz raus. Damit sind zwar nicht die 91 Millionen raus, aber es ist ein großer Teil. Und da jetzt, einige sind jetzt nicht mehr da, aber andere Abgeordnete schon, da ja ein Drittel der Mitglieder des Landtages von Sachsen-Anhalt nach den Wahlen in den Kreistagen sitzt, ist ja offensichtlich, dass es wahrscheinlich die größte Fraktion im Landtag sein müsste, die aus Kreisräten besteht und dass deshalb dieses Finanzausgleichsgesetz gar nicht so durch den Landtag gehen kann, weil ja unsere Landtagsabgeordneten genau wissen, in welchen Nöten wir stecken. Die finanzielle Situation zwingt uns deshalb in einer kleinen Vorausschau auch dazu, uns schon mal Gedanken über den Haushalt 2015 zu machen. Und mir ist klar, dass aufgrund auch des Umstandes, dass wir Kostensteigerungen in verschiedenen Bereichen haben, das betrifft also die Bereiche, die ich schon genannt habe, das betrifft aber auch die Bereiche der Personalkostenentwicklung aufgrund von Tarifabschlüssen, das betrifft vor allen Dingen aber auch den öffentlichen Personennahverkehr und die dort erheblich steigenden Aufwendungen und damit den Zuschussbedarf dazu führen werden, dass wir mit einem nicht ausgeglichenen Haushalt im Ergebnisplan, zusätzlich im Ergebnisplan rechnen müssen. Im Finanzplan ist der Haushalt ja sowieso nicht ausgeglichen, war nicht ausgeglichen. Jetzt kommt der Ergebnisplan aller Voraussicht nach noch dazu. Das macht mir Sorgen und deshalb auch brauchen wir ein Personalentwicklungskonzept für die Kreisverwaltung. Und ich habe mit dem Personalamt auch abgestimmt, dass wir unter verschiedenen Gesichtspunkten die Personalbemessung nochmal uns anschauen, unter Gesichtspunkten der demografischen Entwicklung, unter den Gesichtspunkten der weiteren Internationalisierung. Also diese Europabezüge werden immer dramatischer und immer einflussreicher auf unsere Entscheidung in der Kreispolitik und das muss eine Rolle spielen. Dann natürlich auch Krankenstände, Arbeitsprozesse, Gesetzesänderungen und damit einhergehende Aufgabenübertragung. Ich habe ja schon davon gesprochen, dass wir zum Beispiel die Aufgaben nach dem Entflechtungsgesetz übertragen bekommen, aber keine Kosten für Personal. Und nur mal, um eine Hoffnung jedenfalls für den Haushalt 2015 zum Erliegen zu bringen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass im sozialen Bereich die Fallzahlen deutlich geringer werden. Im Gegenteil, wir haben teilweise mit einem Aufwachsen von Fallzahlen zu tun. Das geht dann auch her mit einem zusätzlichen Personalbedarf. Dieses Personalentwicklungskonzept, das soll bis zum dritten Quartal 2015 fortgeschrieben sein und damit auch dann Ihnen vorliegen. Klinikum Burgenlandkreis. Wir werden in den nächsten Tagen
am Standort in Naumburg eine neue Tagesklinik eröffnen. Wenn ich sage wir, dann stimmt das eigentlich nicht so ganz, weil derjenige, der diese Klinik eröffnet, nicht das Klinikum Burgenlandkreis ist, sondern es ist das Karl-von-Basedow-Klinikum im Saalekreis. Aber in unseren Räumlichkeiten, das heißt am Klinikstandort Naumburg, wird eine Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie mit 10 Plätzen als Außenstelle der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik des Klinikums des Saalekreises eröffnet. Wir gehen damit auch enger in eine Kooperation. Unser Klinikum hat die Umbaumaßnahmen mit 350.000 Euro finanziert und wir versprechen uns davon eben, dass wir an Standort im Burgenlandkreis selber jetzt erstmals auch für Kinder- und Jugendpsychiatrie Plätze haben. Das kann der Anfang von noch engerer Zusammenarbeit auch mit unserem kommunalen Nachbarn und Partner im Saalekreis sein. Für Mittwoch, den 1. Oktober 2014, ist die Eröffnungsveranstaltung geplant. Meine Damen und Herren, ich habe ja eben im Rahmen der Personalentwicklungskonzeption schon davon gesprochen, dass die Bezüge zum Europarecht immer stärker werden. Das bezieht sich nicht nur auf zum Beispiel Vergabeprobleme und Anforderungen an Vergabeverfahren, sondern auch auf einen Bereich, der uns allen wichtig ist, nämlich den Bereich von Fördermitteln. Europamittel stehen nicht nur zur Verfügung im Zusammenhang mit Bundes- oder Landesprogrammen, wenn also der Bund oder das Land diese Fördermittel sozusagen abgreift und umsetzt und wir dann beim Bund oder beim Land diese Anträge stellen, sondern zunehmend geht die Europäische Union dazu über, dass wir bei ihr direkt die Anträge stellen sollen und müssen. Und wenn wir das können wollen, dann brauchen wir dazu einen Sachverstand. Und dazu ist im Wirtschaftsamt eine Kollegin als Ansprechpartnerin da, das ist Frau Annika Meinhardt. Sie ist Mitarbeiterin in diesem Amt, hat internationale Betriebswirtschaft studiert und verfügt über verhandlungssichere Sprachkenntnisse in Englisch und Spanisch und Grundkenntnisse im Französisch, die kann man ja dann noch ausbauen. Und im Juni hat sie bereits für 2 Wochen Brüssel besucht und bereist und dort die Strukturen kennengelernt, sowie Kontakte zu europäischen Ansprechpartnern der Kommission und des Landkreistages, der Landesvertretung Sachsen-Anhalt, aber auch zu möglichen Partnerregionen europäischer Länder geknüpft. Diese Kollegin, die soll nicht nur uns im Burgenlandkreis, sondern auch den kreisangehörigen Städten und Gemeinden als die Spezialistin für europäische Förderprogramme zur Verfügung stehen. Ich bin zuversichtlich, dass uns das gelingt, denn je weniger Geld wir aus Eigenmitteln haben, umso mehr müssen wir versuchen, aus diesem Programm herauszuziehen und das nicht nur für klassische Dinge wie Baumaßnahmen, sondern eben auch für Bildungsprojekte, für kulturelle Dinge, wo uns das Geld fehlt. Apropos Kultur, Welterbeantrag der Naumburger Dom und die hochmittelalterliche Herrschaftslandschaft an Saale und Unstrut. Kurz nach meinem Amtsantritt, 2 Tage später, hatte ich schon die Ehre, den Vorsitz in dem dafür verantwortlichen Verein zu übernehmen, von Bernward Küper, der das 2 Jahre getan hat. Das heißt, ich hoffe, mir fällt dann eine gute Entscheidung sozusagen fast in den Schoß. Ganz so einfach ist es allerdings nicht, denn bevor eine positive Entscheidung dann Ende Juni 2015 zur Tagung der UNESCO in Bonn getroffen werden kann, steht erstmal die Evaluierung dieses Antragsgebietes vor uns und das wird jetzt zeitnah passieren. Dabei wird der Förderverein eben wichtige Unterstützung leisten. Er hat zurzeit 68 Mitglieder. Der Antrag selbst, also die schriftliche Form des Antrages, ist in Paris angenommen worden im Welterbezentrum und deshalb haben wir eben auch alle große Hoffnung, dass das positiv ausgeht. Welche Prüfkriterien dort im Einzelnen gelten, das können Sie meinem Bericht dann im schriftlichen Teil entnehmen.
Welterbe hängt eng mit Tourismus zusammen oder besser gesagt, wenn wir erfolgreich sind beim Welterbe, dann hätte das auch positive Auswirkungen auf den Tourismus. Und da müssen wir auch in der Lage sein, ein solches Thema touristisch zu vermarkten. Das ist nicht der einzige Grund, es gibt viele Gründe, aber einer, der schon ab 2013 dazu geführt hat, dass unser Tourismusverband, der Saale-Unstrut-Tourismus, neu organisiert werden sollte. Und wir sind jetzt am Ende dieses Reorganisierungsprozesses angelangt. Die meisten Dinge sind ja schon in der Amtszeit meines Vorgängers erfolgt und ich denke, das, was dort passiert ist, ist richtig, dass man nämlich eine Serviceagentur einrichtet und es geht im Wesentlichen, um es ganz kurz zu sagen, um einen Punkt, nämlich um die Frage, wie gelingt es uns mit den wenigen finanziellen Mitteln, die wir für Tourismus gemeinschaftlich aufbringen. Wir, die beiden Landkreise, der Burgenlandkreis, der Saalekreis und eben die Städte und Gemeinden und die privaten Leistungsträger, mit diesen wenigen Mitteln diese Destination, dieses touristische Ziel Saale-Unstrut, und da schließe ich ausdrücklich die Elster und auch meine Heimat, die Finne und alles, was sonst im Burgenlandkreis und angrenzend touristisch interessant ist, mit ein. Wie gelingt es uns, mit diesen wenigen Mitteln das Saale-Unstrut-Gebiet deutschlandweit bekannter zu machen? Denn wir kranken schon daran, dass wir uns viel zu sehr aus dem mitteldeutschen Raum rekrutieren mit Besuchern und dieser mitteldeutsche Raum, der gibt einfach nicht genügend her, sodass wir uns touristisch hervorragend entwickeln. Damit das überhaupt geht, braucht der Saale-Unstrut-Tourismus für diese Serviceagentur und für die Leistung, die diese Agentur tut, auch Geld und der Vorstand hat beschlossen, erstens neue Mitglieder zu finden und da rufe ich auch nochmal auf, alle diejenigen Städte und Gemeinden im Burgenlandkreis, die noch nicht die Mitgliedschaft beantragt haben, also vor allen Dingen die Einheitsgemeinden, die dort noch fehlen, soweit sie denken, dass sie touristisches Potenzial haben. Und ich denke, da gibt es einiges an touristischem Potenzial, wenn ich nur an das Thema Schlachtfeldarchäologie denke, dort Mitglied zu werden. Und zum Zweiten gibt es jetzt eine Beitragsänderung, die sich als Beitragserhöhung auswirken wird. Da muss man gar nicht drum herum reden. Die zwei Dinge berücksichtigt. Nicht nur die Einwohnerzahl, das ist die erste Säule. Und die zweite Säule ist, das ist eine Säule, die den touristischen Erfolg misst. Das ist die Zahl der Übernachtungen, die eben in einer Einheits- oder Verbandsgemeinde tatsächlich erzielt werden. Beides zusammen wird dann künftig einen Mitgliedsbeitrag ergeben. Und das wird sich auch in unserem Haushalt niederschlagen. Für den Burgenlandkreis, wie für alle anderen auch, wird der Mitgliedsbeitrag steigen. In dem Falle hier von uns von 66.000 auf 83.500 Euro. Ein schöner Erfolg, den ich wirklich nicht mir zugute rechnen kann, sondern meinen Vorgängern und den Kollegen, die sich dort, meinem Vorgänger und den Kollegen, die sich dort seit Jahren engagieren im Bereich des Jobcenters, im Bereich des Beteiligungsmanagements und des Wirtschaftsamtes, ist die Entwicklung der Arbeitslosenzahlen. Auch wenn im letzten Monat die Quote leicht gestiegen ist, von 10,5 auf 10,8, ist betrachtet auf das Jahresergebnis, was wir im Burgenlandkreis erzielt haben, das ein wirklich toller Erfolg, absolut gesehen. Und die Statistik ist dem Bericht dann hinten angefügt als Grafik, ist die Zahl der Arbeitslosen im Burgenlandkreis um 924 Personen zurückgegangen. Und das war die absolut gesehen höchste, der absolut gesehen höchste Rückgang in ganz Sachsen-Anhalt in allen Landkreisen. Und prozentual, und dann hat man ja auch das Verhältnis zu der Einwohnerzahl bzw. zu der Zahl der Beschäftigten, war der Rückgang um 8,3%. Und das ist das zweitbeste Ergebnis für Sachsen-Anhalt. Das hat ganz viele Gründe. Wir haben mal versucht, in dem Bericht auch aufzuführen, welche Maßnahmen dort alles hineingespielt haben. Mir fällt es selber auch immer noch schwer, die Vielzahl der Maßnahmen, die wir dort haben, zu überblicken. Aber wenn Sie da Interesse haben, was tun die Leute im Jobcenter, dann können Sie hier das nachlesen. Und ich möchte mich deshalb auch noch mal ganz herzlich, Herr Lampe, bei Ihnen und bei allen Kolleginnen und Kollegen und ich glaube auch ein Mitglied des Personalrates des Jobcenters ist heute hier, genau noch mal ganz herzlich bedanken für dieses Ergebnis.
Wichtig ist, glaube ich, dass wir den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Jobcenter dann aber auch ein Signal geben, nämlich, dass sie nicht auf dem, also an dem Ast sägen, auf dem sie sitzen. Also wenn wir weiterhin Vermittlungserfolge in dieser Größenordnung haben wollen, muss das Jobcenter auch personell ausreichend ausgestattet bleiben. Im Bereich der Ausbildungsstellen ist es so, dass zum Stand August 272 Personen noch unversorgte Bewerber sind, darunter 115 aus dem Rechtskreis SGB II und dem gegenüber stehen noch 307 nicht besetzte Ausbildungsstellen. Rein statistisch ist das also alles lösbar, wohl wissend natürlich, dass nicht jeder Arbeitgeber jeden nehmen möchte und dass auch eine gewisse Leistung, schulische Leistung dazugehört, einen Ausbildungsplatz zu erreichen. Deshalb wollen wir uns auch stärker noch mit solchen Übergangsmanagements beschäftigen und uns an einem Landesprogramm, das heißt RÜMSA, beschäftigen. Da geht es vor allen Dingen um unter 25-Jährige und die Frage, wie die in Ausbildung, beziehungsweise nicht in Ausbildung, sondern auch im Beruf gebracht werden können. Und das ist ein Projekt, das unser Jobcenter und das die Agentur in der Verantwortung des Burgenlandkreises umsetzen will. Und dazu werde ich diese Woche auch noch mit Frau Meineck-Schmiedel ein Gespräch führen. Das ist die, ich weiß jetzt nicht genau, wie sich der Titel nennt, die Leiterin der Agentur für Arbeit, die für den Burgenlandkreis zuständige Agentur für Arbeit in Weißenfels. Ganz anderes Thema. Wir müssen uns nochmal, meine Damen und Herren Kreisräte, mit der Satzung über das Wahlverfahren zu den Elternvertretungen und Kindertageseinrichtungen im Novemberkreistag beschäftigen. Hier gibt es Vorschläge aus der Kreisverwaltung, bestimmte Deregulierung, um es mal vorsichtig auszudrücken, vorzunehmen, also manches aus der Regelung rauszunehmen, was nicht notwendig ist. Abschließend noch zwei Dinge, die immer wieder die Gemüter bewegen. Aus dem Amt für Emissionsschutz und Schutz und Abfallwirtschaft. Ich habe in den letzten Wochen gedacht, ich sei dort auch Mitarbeiter, so umfangreich, wie ich mit diesem Amt beschäftigt war. Und das betrifft vor allen Dingen natürlich die Recyclinganlage in Naundorf und die Abfallablagerung. Der eine oder andere wird das auch schon aus der Presse, dieses ganze Thema, entnommen haben. Auch ein Punkt, der uns noch im Haushaltsjahr 2014 Kostensteigerungen und überplanmäßige Ausgaben bringen wird. Wir haben die Beseitigung dieser Abfälle ausgeschrieben, und zwar europaweit, weil die Kostenschätzung einen Schwellenwert von über 200.000 Euro gebracht hat. Und wir werden am 4.11. dann den Kreistag mit der Vergabeentscheidung befassen, also die Beräumung dann hoffentlich zeitnah durchführen können. Genauso wie das Landesverwaltungsamt für den Anteil, für den das Landesverwaltungsamt zuständig ist. Ob wir das Geld dann zurückbekommen und es also nur Vorauslagen oder ob wir auf diesen Kosten sitzen bleiben, also das weiß ich nicht. Ich denke, dass wir das, was uns juristisch möglich war und was auch dazu geführt hat, dass Außenstehende denken, die Verwaltungen, die sind so langsam und bekommen das nicht hin, den Müll abzufahren, was aber juristisch notwendig war, um die Schritte einzuhalten, um einen Dritten, ob das nun der Grundstückseigentümer oder der Insolvenzverwalter ist, überhaupt in Anspruch nehmen zu können. Diese juristischen Schritte sind im Vorfeld getätigt worden und die sind eben auch der Grund dafür, weshalb wir eine gewisse Zeit gebraucht haben. Es soll also dann nicht daran liegen, dass die entsprechenden Verfügungen nicht ergangen sind, dass die entsprechenden Ersatzvornahmen nicht auf eine sichere Rechtsgrundlage gestellt wurden. Zur Schießanlage im Zeitzer Forst. Hat ja der Kreistag beschlossen, dass der Landrat immer berichten soll. Eigentlich gibt es nichts zu berichten, jedenfalls nichts Neues. Ich habe trotzdem nochmal aufgeschrieben, dass es eben nichts Neues zu berichten gibt, damit ich darüber berichtet habe. Und ich danke Ihnen erstmal für Ihre Aufmerksamkeit und auch vor allen Dingen für Ihre Disziplin bei meinem ersten Bericht an diesen Kreistag. Der Landrat gesprochen, die Schließung
nach Schulen wird das Feld an. Was wurde jetzt als Wort als diesen Gebäude? Und meine zweite Frage für die Psychiatrie, wenn da jetzt ein neuer Arzt kommt, von auswärts, zahlen die da Miete für die Räume oder geht das auf unsere Klinikum? Danke. Zu der ersten Frage kann ich es mir leicht machen. Und das ist auch so, wir sind dafür nicht zuständig. Das ist keine Schule des Burgenlandkreises. Ich weiß es gar nicht, was aus dieser Immobilie wird. Das hat der Schulträger und hat gegebenenfalls, wenn der Schulträger nicht Eigentümer des Gebäudes sein soll, ich glaube, im Treusiger Zeitserfors gibt es so eine merkwürdige Konstruktion, also hat dann die Gemeinde als Eigentümer zu entscheiden. Zu der zweiten Frage, natürlich gibt es dann dazu einen entsprechenden Mietvertrag zwischen unserem Klinikum und dem Klinikum im Saalekreis. Ja. Vielen Dank. Herr Kranheit, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Landrat, dass Sie sich weiterhin an die an das Einvernehmen gebunden fühlen, hier in jeder Sitzung über den Salzer Forst zu berichten. Sie hatten gesagt, es gibt nichts Neues, es gibt doch was Neues, und zwar ist auf verschiedenen Zugangswegen zum Salzer Forst sind Erdwälle errichtet worden in Höhe von 3 bis 4 Metern, die den Zugang dort nicht mehr möglich machen, die Zufahrt vor allen Dingen nicht möglich machen. Es sei dahingestellt, ob das jetzt öffentliche Wege sind oder ob die dort das militärische Gelände betreffen. Fakt ist jedenfalls, dass es in der vergangenen Zeit im Salzer Forst mehrfach gebrannt hatte, auch wegen Übungen der Bundeswehr dort mit Panzern, und dass die Feuerwehren dort Zugang haben müssen. Ich würde jeden Morgen mal die Bilder zumählen. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wo dort aufgeregte Einwohner das aufgenommen haben, aber das ist sicherlich auszukriegen, dass sie der Sache mal nachgehen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kranheis. Herr Kollege Schneider. Herr Landrat, Sie haben sehr ausführlich zu Bildungsfragen Stellung genommen. Ich erlaube mir eine persönliche Bemerkung. Ich finde es gut und richtig, dass Sie in Ihrer Amtsperiode sich vor allen Dingen den Problemen der Bildung zuwenden. Die Begründung dafür haben Sie ja in Ihrem Bericht selbst gebracht. Daraus ergibt sich für mich eine konkrete Frage. Das Schuljahr ist wenige Tage alt. Ich frage Sie bzw. die Verwaltung, gibt es beim Anlauf des Schuljahres größere Probleme? Wenn ja, worin bestehen sie? Mir sind zumindest bekannt Probleme, was die Schülerbeförderung betrifft. Dazu würde ich Sie bitten, noch ein paar Bemerkungen zu machen. Danke. Es ist jedes Schuljahr, zu Beginn jeden Schuljahres so, dass es aus Sicht der Eltern und manchmal auch rein objektiv Probleme in der Schülerbeförderung gibt. Auch dieses Mal ist es so, dass eben die eine oder andere Beschwerde auch mich erreicht hat. Soweit ich mich erinnern kann, sind die Beschwerden, die mich erreicht haben, alle abgearbeitet und ich glaube auch zur Zufriedenheit der Eltern. Ansonsten ist das Schulamt oder das Bau- und Schulverwaltungsamt immer daran interessiert, da etwas zu erfahren. Mein Eindruck ist allerdings auch, ich entnehme das jetzt aus den Beschwerden, die mir vorgelegen haben, die direkt an mich gerichtet waren, dass natürlich Eltern aus Orten, in denen Schülerbeförderung bisher nicht notwendig war, weil eben die Schule noch vorhanden war und dann geschlossen wurde, dass die ja besonders sensibel sind. Was ich auch verstehe. Also ich habe allerdings selber auch 3 Kinder und alle 3 Kinder müssen, ob das eine Grundschule oder weiterführende Schulen sind, den Schulbus nutzen. Und ich denke, es ist völlig klar, wenn man ein Kind in der ersten Klasse hat und das erste Mal dann an den Schulbus führt oder ein Kind in einer höheren Klasse hat, weil die Schule geschlossen wurde, das aber dann auch erstmals an den Bus geführt werden muss, dass man da ein bisschen Bauchbrummeln hat, vor allen Dingen, wenn dann die Frage des Sitzplatzes sich wieder stellt. Wir versuchen so sensibel wie möglich mit dem Thema zu sein. Wo ich nicht helfen kann und auch meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr wenig helfen können, ist, wenn wir zusätzliche Busse kaufen und zusätzliche Fahrer einstellen sollen. Weil das werden wir in den nächsten Monaten noch ausführlich diskutieren. Die Kosten in unserer Personenbeförderungsgesellschaft explodieren derart, dass ich ohne eine Entscheidung des Kreistages, wie wir jetzt hier weiterverfahren, da keine zusätzlichen Dinge auslösen kann. Aber ich denke, im Großen und Ganzen sind keine
größeren Probleme entstanden als in den vorausgegangenen Jahren. Wir lösen das immer schrittweise. Vielen Dank, Herr Landrat. Herr Kollege Weise, bitte. Danach Frau Spät. Ich bedanke mich ebenfalls bei Ihnen, Herr Landrat, dass Sie der Bildung einen so großen Stellenwert beimessen. Wir hier Wahlkampfstrategie fortsetzen, sagen, das ist das wichtigste Thema in meiner Wahlperiode. Das sieht man auch an dem Bericht. 3 Seiten, der größte Absatz im Prinzip über Bildung. Und ich wollte es nur ergänzen, wie das halt dann in der Praxis aussieht. Wir sind der einzige Landkreis, der keinen beschlossenen Bildungsentwicklungsplan hat und so. Und es gibt doch eine Gemeinde, die keinen Schließungsbeschluss gefasst hat, nämlich in Wolmerstedt, die Schule. Und viele, die hier damals die Schulentwicklungsplanung mit abgelehnt haben und sich viel Gedanken gemacht haben, sich viel eingebracht haben, werden sich fragen, wie das in der Praxis dann aussieht. Die Praxis sah es dann in Wolmerstedt so aus, es kommt ein Schreiben, knappe 1,5 Seiten vom Landesschulamt, wo drin steht, ab dem Schuljahr 14, 15 werden keine Lehrer mehr zur Verfügung gestellt, wegen der geringen Schülerzahlen. Wir bitten, das bei der künftigen Schulplanung zu berücksichtigen. So sieht das dann in der Praxis aus. Und dann bleibt es manchmal beim frommen Wunsch, Bildung als wichtigste Aufgabe. Wir werden trotzdem immer darum kämpfen, fraktionsübergreifend, und es wird auch für die Fraktion eine der wichtigsten Aufgaben bleiben. Konkrete Frage, Herr Weise, habe ich jetzt nicht gehört. Habe ich was übersehen? Dann korrigieren Sie mich bitte. Es geht also Es wäre jetzt unfair zu fragen, was tun Sie gegen diesen Beschluss des Landesschulamtes, dass ab dem neuen Schuljahr keine Lehrer mehr zur Verfügung gestellt werden. Also hat mir jetzt gesagt, es wäre unfair, aber die Frage ist trotzdem gestellt, da beantworte ich eben die unfaire Frage. Es gibt ja keinen Beschluss, sondern einfach eine Mitteilung, Sie haben es ja schon erwähnt. Die Schule in Wolmerstedt ist damit faktisch gesehen geschlossen, und dagegen kann ich schon mal gar nichts machen, weil die Schule in der Trägerschaft der Verbandsgemeinde ist. Was ich in meiner vorausgegangenen Tätigkeit dazu noch gemacht habe, ist, die Vorkehrungen zu treffen und rechtzeitig mit der aufnehmenden Schule gesprochen habe, dass die Eltern ausführlich unterrichtet wurden, Besichtigungen für die Schüler und Eltern stattgefunden haben, der aufnehmenden Sebastian-Kneipp-Grundschule, dass wir den Frühort weiterhin an dem ehemaligen Schulstandort in Wolmerstedt anbieten, damit also die Kinder früh in der Kindertagesstätte dort in Anführungsstrichen abgegeben werden können und nicht noch früh um 6 dann irgendwo in den Ort gebracht werden müssen, der sich an der Grundschule befindet. Und trotz aller Kritik, die ich erteile, muss ich sagen, es hat so viel Verständnis dort von der Elternschaft, die das nicht begrüßt hat, dass die Schule schließt, gegeben, dass ich im Moment guter Hoffnung bin, dass da ein Konsens erzielt wird und diese neue Schule, die ja mit viel Geld auch saniert wurde, dann auch als auch was Positives angesehen wird. Vielen Dank, Frau Kollegin Späth. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herr Landrat, ich habe mich sehr gefreut, dass Sie auch das EU-Förderprogramm, das neue 2014 bis 2020, erwähnt haben in Ihrem Bericht. Ich hatte mir schon eine Notiz gemacht, weil ich damit fragen wollte. Ich freue mich auch, dass Sie schon eine Mitarbeiterin so weit sich vorbereiten konnte, dass wir jetzt da einsteigen können. Ich frage, wie ist es? Ist es so, dass die Kollegin dann in die Kommunen kommt, um die vor Ort zu beraten, wie weit man das Programm XY beanspruchen kann, oder wie soll das rein vom Verfahren her laufen? Ich sage Ihnen, ich habe mir 2 mal rausgesucht, die wirklich ideal passen auf die Kommune, wo ich zu Hause bin. Und da sitze ich dann vor einem Riesenberg an Papier, das ist bei EU-Programmen so. Und ich habe auch schon vor November dem Oberbürgermeister der Stadt Zeitz darum gebeten, dass man hier Lösungen findet in einer Zusammenarbeit, die im Beherrschen dieser Papierwerte besteht. Das ist meine Frage, wie soll das technisch ablaufen? So stelle ich es mir nicht vor, dass also die Kollegin rumzieht und mal die ganzen Förderprogramme erklärt, weil da kommen wir überhaupt zu gar keinem Ende mehr. Die sind so umfangreich und so umfassend und so in so großer Zahl, sondern es
soll für die Städte und Gemeinden genauso laufen wie für das Landratsamt und meine Kolleginnen und Kollegen. Wir sammeln Ideen. Also was soll als Thema möglichst kommen und wo ist ein Finanzbedarf für dieses Thema? Und mit dieser Idee kommt dann jemand aus dem Dezernat sowieso oder dem Dezernat sowieso oder eben aus einer Stadt oder Gemeinde aus dem Burgenlandkreis. Und dann hat die Kollegin die Möglichkeit zu sagen, okay, darum geht es, das soll finanziert werden, das soll in ein Projekt fallen. Und ich gucke jetzt danach, ob ich dafür ein passendes Programm finde. Wenn ja, erläutere ich dann dem, der es machen will, mit welchen Konditionen, mit welchem, mitunter ja erheblichem Verwaltungsaufwand das verbunden ist. Und wenn wir also da jetzt innerhalb des Landratsamtes zu einem Miteinander jetzt gefunden haben mit der Kollegin, dann wird es eine Dienstberatung der Hauptverwaltungsbeamten geben, wo sich die Kollegin vorstellt und dann weiß das nochmal jeder auch von Angesicht zu Angesicht, wie das ablaufen soll. Also Ideen und nicht Programme abklären. Vielen Dank, Herr Landrat. Herr, eine ganz kurze Nachfrage, Frau Späte, bitte. Ja, die zweite Frage. Herr Landrat, sind schon Gespräche mit Kommunen gelaufen bezüglich der notwendigen Plätze für die Asylsuchenden? Hat es da schon konkrete Gespräche gegeben? Eine große Vielzahl. Sehr erschöpfende Antwort. Vielen Dank. Herr Kollege Püschel. Danach hat Dr. Duge, Frau Siemann-Buch. Zur Arbeit des Jobcenters. Ich hatte als Beispiel im vergangenen Dezember einen Antrag für einen Schwerstbehinderten gestellt. Ich habe 60-80%. Und weder der Behinderte noch ich haben, ich glaube, es war Dezember letzten Jahres, bis heute eine Antwort bekommen. Das ist nicht so gut. Zumal der Mann sogar arbeitswillig ist, der will also arbeiten, trotz seines Zustandes, das er zu verkraften hat, den er zu verkraften hat. Eine Frage zur Geschichte Schulen und Lernbehinderte. Inwieweit hat das Programm der Inklusion, also die Kinder aus den speziellen Lernbehinderten und sonstigen Schulungseinrichtungen zu nehmen, bei Handicaps negativen Einfluss schon auf das Sterben der lernbehinderten Schulen. Ich könnte mir das vorstellen, dass das für alle Beteiligten negativ wird und für die Kinder in den regulären Schulen eine zusätzliche Erschwerung des Unterrichts und des Unterrichtsfortschritts. Wir haben alle Schule gehabt und alle Abitur oder viele hier gemacht und ich denke, wir haben sogar wahrscheinlich bessere Bedingungen in der Beziehung, dass nicht noch schwächere Schüler im Normalunterricht durchgeschleppt werden müssen. Auf der anderen Seite brechen uns die Lernbehindertenschulen zusammen, die Wege werden kürzer. Sie sagten gerade, der Aufwand im Personennahverkehr, Schülerverbindung steigt unheimlich. Das ist natürlich absehbar. Wenn wir Schulen schließen, werden an anderer Stelle die Kosten explodieren. Das war das Zweite zur Frage Lernbehinderte in normalen Schulen. Und zum Dritten hätte ich einen Vorschlag zu machen. Wir haben ja nun explosiv auch die Entwicklung der Asylbewerberzahlen und der Bürgerkriegsflüchtlinge. Wir haben ein großes Reservoir an Unterbringungsmöglichkeiten, dächte ich, mitten in Naumburg. Da steht eine große Immobilie schon seit Jahr und Tag leer. Das ehemalige Gefängnis könnte kurz umgebaut und genutzt werden, sind kaum Anwohner betroffen. Es wäre für die Stadt eine große Bereicherung an kulturell interessierten und uns neue Kultur mitbringenden Menschen. Die werden sich sicher freuen, weil sie ja sehr aufgeschlossen sind. Und die Probleme wären weg. Der Buschfunk hat gesagt, dass angeblich das von Mölsner Krankenhaus für sowas umgebaut oder genutzt werden soll. Wenn ich mich entsinne, bin mir ziemlich sicher, war der Verkauf an Asklepios an eine gesundheitspolitische Nutzung gebunden. Auch die Millionen Fördermittel des Landes Sachsen-Anhalt, die reingeflossen sind, waren immer an eine gesundheitspolitische Förderung gebunden. Insofern mein Vorschlag, lieber das leerstehende Gefängnis zu nehmen. Das hat vielerlei Vorteile vermutlich. Und das Zweite zum Krankenhaus von Mölsen, ein Vorschlag für die Anfrage von Herrn Andreas Karl, falls doch mit ansteckungsgefährdeten Flüchtlingen und Asylbewerbern zu rechnen ist, würde ich das Krankenhaus von Mölsen
als Quarantänekrankenhaus vorschlagen. Das wäre eine adäquate Nutzung. Das wären meine Fragen vor allem. Vielen Dank. Herr Landrat, bitte. Wurde ja eine Frage in Ihren Ausführungen gestellt, nämlich die Frage Auswirkung auf die Lernbehindertenschulen von Inklusion, die ich in meinem Bericht auch schon dargelegt habe. Also der Rückgang der Schülerzahlen an den LB-Schulen ist tatsächlich eingetreten, mit den Auswirkungen für die beiden LB-Schulen wie im Bericht beschrieben. Allerdings habe ich gelernt, und deshalb sollte man jetzt auch nicht immer alles nur, sollte man diese Inklusion auch nicht nur verteufeln und die immer als Ursache von allem Bösen machen, dass also in anderen Bundesländern, das hat gerade jetzt diese letzte Sitzung des Kultur- und Bildungsausschusses, an der ich teilnehmen konnte im Saarland, mir gezeigt, dass in anderen Bundesländern die Zahl derer, die Förderschulen besuchen, schon immer deutlich geringer lag als bei uns. Und im Moment ist es so, dass wir uns sozusagen auf ein bundesdeutsches Normalmaß noch einregeln und in keinster Weise irgendwie uns auffällig gegenüber anderen Bundesländern verhalten. Das sagt zumindest die Statistik. Vielen Dank. Herr Dr. Dünnebe, bitte. Herr Landrat, Sie haben recht ausführlich referiert und auch erfreulicherweise etwas zukunftsorientiert, sehr intensiv auch über Baumaßnahmen, und deswegen war ich etwas enttäuscht, weil Sie auch ein Teil des Landkreises ist, dass Sie sich zur Umgehungsstraße in Lauenburg-Bad Kösen gar nicht geäußert haben. Sie wissen ja, dass der Kreistag, Sie haben ja mit uns zusammen entschieden und gesessen, sich damit zweimal befasst hat. Es hat eine Bürgerinitiative gegeben, Petitionsausschuss. Erfreulicherweise, der Beschluss im Kreistag hat ja auch fraktionsübergreifend fast einstimmig stattgefunden. Erfreulicherweise haben auch im Landtag fraktionsübergreifend die Abgeordneten sich damit befasst und das auch der Bundesregierung weiter empfohlen und gebeten, diese Maßnahme zu realisieren. Ich höre den Bundestagsabgeordneten Klaus, der sich hier auch neulich erst wieder immer wieder mal äußert und für die Realisierung drängt. Ich selber habe mich hin und wieder auch sachkundig gemacht. Es hat Probleme mit dem Tonlager, mit einer Tonlagerstätte im Wetatal gegeben. Die Probleme sollen jetzt ausgeräumt sein. Und nun ist mein, ich muss so eine Frage formulieren, obwohl ich es auch selber weiß. Herr Dr. Duber, ich muss Sie trotzdem unterbrechen, weil dieses, was Sie fragen wollen, gar nicht Gegenstand des Berichtes des Landrates war. Deshalb muss ich der Unparteilichkeit zuliebe Ihnen jetzt diese Frage eigentlich nicht zulassen, sondern Sie müssen sich absparen bis zum letzten Tagesordnungspunkt. Nochmal, haben Sie sich über den Plan Fortgang sachkundig gemacht? Denn ich weiß, dass jetzt das Planfeststellungsverfahren im Oktober zu Ende gebracht werden soll. Und vor allen Dingen, welche Möglichkeiten sehen Sie, um jetzt die Realisierung zügig mit zu begleiten, zu unterstützen, dass wir vielleicht doch noch im Jahr 2015/16 zumindest zu einem Beginn der Realisierung kommen, dass die 20-jährigen politischen Bemühungen, mit denen ich auch befasst war, nicht und vor allem die Kosten des Planfeststellungsverfahrens nicht restlos im Satz war. Ich würde Sie inständig bitten, sich mit aller Kraft dafür mit einzusetzen. Herr Dr. Duhl, Sie werden verstehen, dass die Geschäftsordnung hier unser kleines Grundgesetz ist und ich deshalb keine Fragen beantworte, die sich nicht auf meinen Bericht beziehen. Frau Simon. Vielen Dank für den Bericht. Ich bin sehr dankbar, dass das Thema Bildung so einen hohen Stellenwert hat und deshalb an der Stelle auch meine Frage. Wir haben ja gerade gehört, dass 300 Stellen von Lehrlingsplätzen noch nicht besetzt wurden. Gibt es bei den Überlegungen für die Neuausrichtung der Entwicklung der Bildung bei uns im Burgenlandkreis konkrete Überlegungen, das Zusammenrücken von Schule und Wirtschaft noch mehr zu verstärken? Wir haben ja die Kooperationsverträge, es gibt schon einzelne Projekte. Gibt es die Überlegung, dass zum Beispiel
die vom Landesverwaltungsamt anerkannten Lehrerpraktika, die ja auch gleichzeitig als Lehrerfortbildung gelten, in dieses Konzept zumindest punktuell mit einzubauen. Wenn ja, würde ich mich sehr freuen und an der Stelle nochmal deutlich machen, dass es auch eine ganz klare Offenheit von der Wirtschaft gibt, ob das kleine oder mittlere Unternehmen sind, sich in den Prozess noch mehr mit einzubringen. Vielen Dank, Herr Landrat, bitte. So. Also, ich habe jetzt erstmal darüber berichtet, was ich jetzt in den ersten 8 Wochen gemacht habe, ja, oder was ich angedacht habe, dieses Projekt. Dazu hatte ich mich auch schon mal vor der Wahl geäußert und finde das bestechend und denke, da sollten wir versuchen, dort etwas zu tun. Ich bin jetzt einem ähnlichen Projekt erstmal auf der Spur, nämlich der Frage, inwieweit wir an unserer berufsbildenden Schule, und zwar jetzt konkret in den Werkstätten am Standort Naumburg, eine stärkere Verzahnung mit den Sekundarschulen hinbekommen. Ich würde sehr gerne ein Modellprojekt, das in den letzten Jahren stattgefunden hat, auf alle Sekundarschulen erweitern, nämlich dass die Schüler der Sekundarschulen in einem Praktikum an der berufsbildenden Schule mit einer Vielzahl von Ausbildungsrichtungen in Kontakt kommen. Die Handwerkskammer und die IHK würden das begrüßen, weil ich denke, dass viele Jugendliche gerade in der frühen Phase mit der 8., 9., 7., 8. Klasse gar keine Vorstellung von bestimmten Berufsbildern haben. Und nochmal, ich rede jetzt schon so lange, da geht das Ding. Und die also stärker mit diesen Berufsbildern in Kontakt zu bringen, halte ich für wichtig. Aber das, was Sie gesagt haben, natürlich genauso. Wir müssen sehen, wie wir auch die Unternehmen stärker an solchen Überlegungen beteiligen. Also was mir unter anderem vorschwebt, ich hoffe, Herr Lampe, der fällt jetzt nicht gleich in Ohnmacht, weil mit ihm habe ich darüber noch nicht gesprochen, das haben wir dann morgen auf der Fahrt nach Berlin fortsetzen, Herr Lampe. Mit den Unternehmen könnte ich mir gut vorstellen, dass man so eine Art Unternehmerbeirat auch bei unserem Jobcenter installiert, um dann eben auch aus Sicht der Unternehmen stärker zum Beispiel Einfluss auf die Qualifizierungsmaßnahmen nehmen zu können. Was ist wirklich dringend gebraucht? Vielen Dank, Herr Bockenburg, bitte. Nochmal zurück. Sehr geehrter Herr Landrat, ich möchte nochmal auf einen Punkt zurückkommen, der vorhin schon mal von der Dame angesprochen wurde. Und zwar die Aufnahme von Asylbewerbern und Bürgerkriegsflüchtlingen. Mir ist nahegebracht worden und zu Ohren gekommen, dass Stadträte und Gemeinderäte sich sehr überfahren fühlen in dieser Angelegenheit. Und meine Frage dahingehend, jetzt nochmal aufgreifend von vorhin, wie gestaltet sich Ihrer Meinung nach bisher die Kommunikation mit den Gemeinden dahingehend? Und ist es denn vorteilhaft, wenn sich diese Räte und die Bürger dort so überfahren fühlen, das den Bürgern nahezubringen, diese Flüchtlinge, diese Menschen natürlich auch zu akzeptieren und aufzunehmen mit einem positiven Gefühl? Ja, das ist meine Frage. Herr Landrat, bitte. Also es soll natürlich... Okay. Es soll natürlich niemand überfahren werden. Unser erster Ansprechpartner, wenn es um eine bestimmte Immobilie geht, ist zunächst erstmal der Eigentümer der Immobilie selbst. Mit dem muss man erstmal klären, ob die Immobilie sich überhaupt eignet, baulich, und was das finanziell bedeutet. Wenn die in eine ernstere, wenn das möglich ist, diese Immobilie zu nutzen, kommunizieren wir als nächstes mit den Hauptverwaltungsbeamten der Städte und Gemeinden und versuchen, die Hauptverwaltungsbeamten dort mit ins Boot zu holen und denen zu erläutern, worum es geht. Und dann ist ganz wichtig, um diesen Kommunikationsprozess nach unten weiterzuführen, dass wir dann eben die Vertreter der Gemeinden mit im Boot haben. Denn wir brauchen uns nichts vormachen, wenn es vor Ort schon bei den Bürgermeistern auf Widerstände stößt, dann hat das wenig Aussicht auf Erfolg. Und das Letzte, was wir brauchen, ist, dass eben dann vor Ort gegen solche Objekte vorgegangen wird. Ich kann nur immer wieder daran appellieren, dass wir
diese Verteilung möglichst breit über den groben Landkreis fächern sollten. Nicht, dass wir immer weiter einen bestimmten Teil des Landkreises dort damit konfrontieren, sondern dass alle Städte und Gemeinden sich da einbringen. Und ohne dass ich jetzt die Verteilung hier darlegen möchte, gibt es eben ganz erhebliche Unterschiede und wir suchen natürlich auch gezielt dort, wo eben bisher noch nicht so viele aufzunehmende Asylbewerber oder Flüchtlinge sind. Ein Objekt befindet sich auch in meiner Verbandsgemeinde, das ist auch damals mit Frau Bürgermeisterin Vogel kommuniziert worden, die weiß das. Damit wollten wir auch deutlich machen, ich auch, dass also das nicht nach dem Motto geht, überall nur nicht dort, wo man selber wohnt. Also wenn man da auch mit einem ordentlichen Beispiel vorangeht, hoffe ich auch, dass alle anderen auch noch mitziehen. Vielen Dank. Weitere Fragesteller sehe ich nicht. Frau Vogel, bitte noch. Dann habe ich selbst noch eine Frage, dann würde ich die Sitzungsleitung an Anke übertragen. Kann? Geht das? Ja. Ich habe noch mal eine Frage, was den Schulentwicklungsplan betrifft. Ich weiß, viele Schulen warten auf Fördermittel, stark Treuprogramm. Wir auch in Eckersberga, ist ja unserem Landrat noch zur Zeit im Verbandsgemeindebürgermeister bekannt. Wie wird es da jetzt weitergehen mit diesem Schulentwicklungsplan? Kommt der noch mal zum Beschluss oder bräuchten wir die Fördermittel? Jetzt egal, welche Region das sicherlich betrifft. Das war meine Frage. Der Schulentwicklungsplan in dem Entwurf, wie er dem Kreistag zweimal vorgelegen hat und zweimal abgelehnt wurde, den werde ich erstens mal muss er überarbeitet werden und dann würde ich ihn erst dann wieder im Kreistag einbringen, wenn ich aus den Fraktionen ein Signal bekäme, dass er mehrheitsfähig ist. Also dass wir immer wieder dasselbe Spielchen machen und dann mein Vorgänger und dann eben jetzt ich hier vorgeführt werden, weil der Kreistag das alles nicht will. Das brauchen wir nicht. Also insofern werde ich das Thema in der Fraktionsvorsitzendenrunde immer wieder ansprechen. Ich habe das in der ersten Runde mit dem Fraktionsvorsitzenden besprochen. Ich habe das Signal dort von zumindest der Fraktion der SPD und die Linken erhalten, dass sich jetzt an der Sachlage erstmal nichts geändert hat in ihrem Zustimmungsverhalten. Und im Moment ist ja in der Diskussion diese Verordnung eventuell vor der Wahl nochmal anzugreifen und darin liegt jetzt eben eine gewisse Hoffnung, dass wenn die Verordnung sich nochmal ändert, wenn die Mindestschülerzahlen sich reduzieren bei den Grundschulen, also dass die 80 quasi nicht kämen, dass wir dann eine vernünftige Grundlage haben, dann zu entscheiden. Es darf sich nur nicht mehr so ganz lange hinziehen, denn sonst wären wir nirgendwo, weder für unsere kreislichen Schulen noch für die der Städte und Gemeinden, Fördermittel nach Stark 3 erhalten. Stier, Sie haben sich gemeldet. Vielen Dank. Herr Landrat, ich habe auch noch mal eine Nachfrage zu dem Thema Schulentwicklungsplanung, wo Sie ja sehr ausführlich berichtet haben. Ich möchte insbesondere noch mal auf den schriftlichen Bericht eingehen und dort einen Passus auf Seite 3 nachfragen. Dort steht geschrieben, das ist wahrscheinlich weder von Ihnen noch von diesem Kreistag zu verantworten, der Landrat ist mit Schreiben vom 17. März erneut in Widerspruch gegangen und hat diesen sowohl dem Vorsitzenden des Kreistages als auch der Kommunalaufsicht des Landes zur weiteren Entscheidung vorgelegt. Ich möchte hier nochmal betonen, dass dieser zweite Widerspruch diesen Kreistag nicht zur Entscheidung vorgelegen hat, weil uns nämlich gesagt wurde, wir sind nicht mehr zuständig. Meine Frage, können Sie sich insofern vorstellen, dass dieser schriftliche Bericht eine Korrektur erfahren könnte? Also das Verfahren ist ja so, wenn das zweite Mal der Landrat einem Beschluss des Kreistages widerspricht, insofern ist der Bericht nicht korrekt, dann ist der ja gar nicht nochmal zur Entscheidung vorzulegen, sondern der Kommunalaufsicht, also hier ist offensichtlich ein Fehler drin, die Kommunalaufsicht entscheidet dann über den Widerspruch und nicht der Kreistag nochmals. Ja, deshalb ist der weder dem Vorsitzenden noch dem Kreistag nochmal zuzuleiten und diese Passage ist dann also nicht ganz richtig, sondern die Vorlage ist bei der Kommunalaufsicht. Dort hat er auch vorgelegt, allerdings eben mit der Erklärung, dass sich die Kommunalaufsicht für unzuständig erklärt hat, sondern dass das Kultusministerium zuständig ist. Das hatte ich dann wieder erläutert. Ich denke, wenn ich es jetzt mündlich korrigiert habe, können wir vielleicht davon